Wow, sind echt viele Hefte. Ah, wir können hier nämlich einen Warpoint finden. Eisgar. Nice. Hat sie schon voll. Oha. Na, wer kriegt denn das dann? Squall? Ich weiß es nicht. Immerhin 6-mal gezogen. Das ist doch cool. Na gut. Da raus, hallo. Warte mal. Warte, was gucken. Wieder ein bisschen out darauf achten. So. Hi. Was kann ich für euch tun? Wir wollten mal eine Besichtigung. Nichts Besonderes. Nichts Besonderes? Klingt richtig philosophisch. Hä? Was ist mit der? Ich hoffe, du findest es. Okay. Lauf mal hier rein. Denn da hinten... Ah, ich habe eine... Was ist das hier? Eine alte Thermomaniacs gefunden. Gelesen. Ist echt schnell mit Lesen, der Junge. Ältere Zeitschriften aus der Kampfserie. Ich kenne sie alle. Ah, okay. Alles Kampfschriften? Na gut, okay. Sehe ich aus wie ein Künstler? Ganz recht, ich bin einer. Hä? Ich hab doch nichts gesagt. Was zur Hölle? Oh, warum? Warum sind nur die Kampfzeitschriften so erfolgreich? Die Zeiten sind wirklich schlecht. Ihr macht eine Besichtigung? Habt ihr irgendwelche Fragen? Über den Thermomaniacs. Unsere Firma wurde vor 20 Jahren gegründet, um die Zeitschrift Thermomaniacs herauszubringen. Zu Beginn waren alle Redakteure Volontäre. Sie wollten alle später mal Journalisten werden. Ich habe als Redakteur der Thermomaniacs angefangen, aber leider haben sich die Zeiten geändert. Heutzutage verkaufen sich nur die Kampffachzeitschriften. Langsam verliere ich die Motivation. Eine unendlich lange Geschichte. Okay. Er hat die ganze Zeit gelabert, was er nicht geschafft hat, was er werden wollte. Also das Übliche. Ich hasse sowas. Hört auf mich! Ich werde euch eines sagen, verplempert nicht die Zeit! Oh wow, Nervtöter. Ich wollte noch andere Sachen fragen. Der hat noch mehr zur Auswahl gehabt. Warte. Über einen eigenartigen Traum. Hä? Über Situation in Timber erstmal. Mir ist egal, was mit Timber passiert. Als ich klein war, war es nicht so. Es war während des Hexenkrieges. Ich habe meine Meinung zum Krieg an die Thermomaniacs geschickt. Trotz des Krieges hatte ich als kleiner Junge eine schöne Zeit. Damals hatte ich noch Visionen. Das hätte jetzt schon wieder... Oh Gott, eine unendlich lange Geschichte. Ja, damals war das anders. Die schöne alte Zeit, als ich in deinem Alter war. Oh Gott. Ich hasse es, wenn Erwachsene so daherreden. Squall? Niemand ist in meinem Alter. Hört auf mich, bla bla bla. Ja, ja. Wir wollen auch den anderen Kram hören. Niemand ist in deinem Alter, natürlich, hallo. Du bist nicht der einzige 17-Jährige, erstmal das. Und du bist doch selbst fast erwachsen. Ist das irgendwie so, naja. Squall halt, ne? Ich wollte nur plauschen. Wir machen erstmal über einen eigenartigen Traum reden. Ich hatte einen Traum. Darin war ich ein Galbader-Soldat namens Laguna. Nein, das war kein Traum. Das war richtig real. Auch meine Freunde. Sehr richtig. Träume sind immer mysteriös. Willst du wissen, was ich heute geträumt habe? Oh Gott, nein. Das wollen wir nicht wissen. Warum haben wir das getan? Warum habe ich ihn angesprochen? Geil. Aber wir das wollten, deswegen. Ach ja, schön. Was er heute, gestern, vor 3 Tagen geträumt hat. War mein Fehler. Schön. Ja, da wieder. Das ist doch immer das Leichteste am Ende. Jetzt war auch noch das Letzte. Wir wollen noch ein Pläuschen mit ihm halten. Da ärgert sich das Squall nochmal schön. So, alle. Ja? So, ich wollte nur plauschen. Nichts Besonderes. Schade. Ich mag es, mich mit jungen Leuten zu unterhalten. Okay. Es war einfach nur das zum Auflösen quasi. Ja, Level 9. Wir sind hier Level 9. Wie cool. Yeah. So, doch. Bevor wir rechts weiterlaufen, dann geht's in der Story weiter. Hoffen wir erstmal und gucken wir uns erstmal hier unten um.
Warte mal, was ist denn hier? Waffenshop? Waffenshop! Mit einem Kampf da drin. Im Waffenshop. Nein, vorm Waffenshop. So. Ach so, nur so einer. Den haben wir gleich weg. Wir haben keine Chance gegen Squall. Ich habe einfach keine Chance. Okay. Okay, hier rein. Wow. Wow, wieso kommen wir auf einmal... Okay, cool. Wow. Lernt ihr irgendwie was damit? Ich glaube schon, oder? Also, wir müssen erstmal die hier kaufen. Oh, wir müssen erstmal nachgucken. Wir müssen kurz mal nachgucken, ob die was damit lernen können irgendwie. Gunblade auf Automatik. Hey, das ist cool. Da muss ich eigentlich nicht drücken, ne? Oder? Multitechnikbalken, ein Grobspalter. Wir gucken mal kurz, ob der was damit lernt. Einfach, was mich jetzt interessiert. Den hat er gerade. Ja, straight. Warte mal, wir brauchen 4 Schrauben, ein Eisenrohr. Gut, haben wir. Alles klar. Warte mal, wir gucken mal, ob er was Neues damit gelernt hat. Das interessiert mich jetzt gerade. Nee, nicht Ability. Tatsächlich, er lernt mit den Sachen was, also müssen wir immer alle geben. Jetzt ist das mal auf... Oh, dann ist er mutig. Ah, da müssen wir gar nichts mehr selber drücken. Ich lass mal aus. Ich lass es mal aus. So, dann kann er aber Grobspalter. Und dann würde ich sagen, kommt man noch die nächste, wa? Und zwar Schneidetrigger. Warte, gucken wir mal. Kann er trotzdem nur das? Okay. Hat er also keinen Unterschied gemacht? Na gut. Egal. Wir nehmen den Memory kaufen. Cool. Drachenschuppe-Spinnennetz haben wir. Die hat sie schon. Da bräuchten wir noch Schrauben. Alles klar. Und da bräuchten wir noch eine Mesmerizenklinge. Die brauchen wir nicht für sie kaufen. Wir können gleich diese kaufen. Eine Mesmerizenklinge, die kriegen wir hin. Warte mal. Und zwar mit dem guten alten Kartenwandler. Da müssen wir nochmal gucken. Eine Mesmerizenklinge. Baba. Läuft. Erstmal neue Waffen ausgerüstet. Nice. Schick. Na? Nice. Und jetzt wollen. Shit, ey. Oh, wow. Krass. Schöne Waffen. Okay. Also, ich wollte mit dir sprechen. Hallo. Hachi. Ihr habt uns angehustet. Ich habe Katzenallergie, aber meine Tochter liebt Katzen über alles. Was mache ich nur? Hol dir ein Allergiemittel oder frag deine Tochter, ob sie sich eine hypoallergene Katze zulegt. So, das wären die Möglichkeiten. Aus dem Weg. Was ist denn das mit dir? Oh, meine liebste Renauer, es tut mir wirklich leid. Ich kann euch nicht unterbringen. Ich darf es nicht laut sagen, aber hier übernachten zurzeit zu viele Idioten aus Galbadia. Ich verstehe. Trotzdem vielen Dank. Naja, nee. Ach, Renauer, ich wünschte, ich könnte euch helfen. Ich bin auf deiner Seite. Ich drücke euch die Daumen. Ich wollte eigentlich nur speichern. So, wir speichern wieder hier oben. So. Let's go. Wir können auch mal mit der Karten spielen, oder? Ich spreche mal die Alte hier an. Warte. Hallo. Die will nicht Karten spielen. Die will nicht. Was ist mit ihr? Das ist die Katzenfrau. Ist sie süß? Willst du Karten spielen? Ja!
Schrille voll. Oh Mann. Neue Karten zum Umwandeln erspielen. Kann man drin mit der einen auch Karten spielen? Warte mal. Mit ihr hier? Mit der komischen Zicke hier? Ja. Wieso fangen wir an? Das ist mir eigentlich egal. Ja. Aha. Sind wir denn? Ja, eigentlich schon, oder? Warte mal. Ein Cypher. Können wir uns noch ein paar Dino-Knochen holen, ne? Mich geil. Können wir uns Beben holen. Komm, wir machen das gleich nochmal. Die hat offenbar den Archodinus. Wurde Ifrit jetzt zu unserem Bauernopfer? Nur mal so. Hey. Ey! Ja. Ja, schon wieder Archodinus. Mensch, geil. Komm, nochmal. Und wieder geschafft. Kann man gegen sie auch Karten spielen? Nee, kann man nicht. Kann man hier? Da können wir echt nicht rein jetzt nämlich, ne? Ja. Willkommen! Die Reservierungen bitte am Schalter. Bahnschranke wird böse, wenn ihr hinter ich hineingeht, ohne zu bezahlen. Was? Okay. Na gut. Du weißt doch, was mit deinem Kind passiert, wenn du einen Rebell hier durchlässt, nicht wahr? Wir müssen schnell zum Fernsehsender, bevor jemand wegen uns zu Schaden kommt. Ihr Bürger aus Timber gehört doch alle zum Widerstand. Idioten, wenn ihr euch fügt, würde diese Stadt bestimmt aufblühen. Und was ist mit dir? Bist du glücklich, nachdem du deine Seele verkauft hast? Wir pfeifen auf sowas. Wir wollen nur unsere Freiheit. Wenn ihr das nicht begreift, werdet ihr uns niemals verstehen können. Wenn's nach mir ginge, bist du der Idiot, weil du deine eigene Freiheit verkauft hast. Halt die Klappe! Nein! Okay. Naja, mach du nur. Tut uns nicht weh. Warte mal. Nee. So, weg sind sie. Thank you.
Danke. Ich konnte es nicht mehr aushalten. Vielen Dank, aber ich kann euch hier nicht durchlassen, es tut mir leid. Aber kann man hier irgendwelche Karten spielen? Ja, cool. Mal sehen, was die haben. Irgendwie hat das Spiel es jetzt gerade irgendwie da von uns mal anfangen zu lassen. Naja, ich würde mal auf Safe gehen. Okay. Gut, so gute Karten hatte der jetzt nicht. Immer noch gegen den anderen einmal? Ja, weil die anderen laufen doch schon überall herum. Bis der Präsident weg ist, wird es für euch sehr schwer. Trotzdem, viel Glück. Okay, dann will ich Karten spielen. Hä? Renoa, hallo. Schönes Wetter heute. Ja, es ist wirklich schön. Warum kann ich nicht etwas Romantischeres sagen? Ich Idiot. Warte, ich will Karten spielen. Bevor er abhaut, was er nicht kann, weil wir ihn den Weg versperrt haben. Ja, oder? Ey. Okay, tschüss. Hat der kann spielen? Karten? Gruß Gott, kann spielen, jo. Das ist doch 100% Saturn, Alter. 100%. Warte. Können wir gucken. Aber wir kriegen den, glaube ich, nicht. Aber jetzt können wir ihn hier hinsetzen. So. Okay. Gut, dann mal weiter. Mann, Selfie, du brauchst unbedingt einen besseren Angriff. Hier, mal ohne Triggern. Alter, krass. Der macht ganz schön was aus, wa? Warte mal. Nee, jetzt sind aber nichts, nee. Naja, für einen rasenden Journalisten wie mich ist der Sender schon super wichtig. Okay. Ah ja, die will Karten spielen. Ja, gut, das war klar, ne? Yeah.
Nun gut, dann laufen wir mal hier rein. Bitte, ihr wollt zu Fuß zum Fernsehsender? Es fahren keine Züge. Früher kam man über die hintere Gasse dorthin. Als der Fernsehsender die Funkwellen einstellte, wurde da eine Kneipe eröffnet. Seitdem wird die hintere Gasse nicht mehr so oft benutzt. Wenn du aus dem Fenster im ersten Stock hinaus guckst, kannst du diese hintere Gasse sehen. Okay, kannst du Karten spielen? Wenn du unbedingt von dort aus hingehen willst, solltest du mit dem Barkeeper reden. Ich wollte eigentlich Karten spielen. Er sieht zwar gefährlich aus, aber freundlich ist er auch nicht. geht zu ihm, wenn ihr unbedingt Probleme haben wollt. Was? Das sind ja schöne Aussichten. Ja, oder? Egal, was Mutter sagt, meine Eltern verstehen sich blendend. Ich hoffe, ich finde auch bald einen Freund, mit dem ich mich streiten und schlagen kann. Das wird bestimmt eine schöne Beziehung. Na, wer weiß. Okay. Oder, nein, lass mich mal in Ruhe. Kauf. Interessiert mich nicht. Okay. So. Ihr wollt mal hochlaufen jetzt. Ich wollte doch Karten spielen, Mensch. Wollen die Kinder Karten spielen? Diese Katze schläft oft hier, auch wenn sie nicht uns gehört. Das ist doch ein Ding, oder? Sie frisst auch so viel. Ich kann verstehen, dass mein Bruder immer Geld verlangt. Nee, der will. Oh, hallo, ich wollte nicht mit dir sprechen. Ich wollte nur an dir vorbeilaufen, Mensch. Du willst rausgucken? Geh zum Fenster. Bitteschön. Na gut. Aus dem Fenster gucken. Okay. Da sitzt einer. Das macht dann gerne 10 Geld. Willst du mich verarschen? Hey, du nimmst schon wieder Geld? Aha, erwischt. Trottel. Wie oft soll ich dir noch sagen, dass du kein Geld nehmen sollst? Oh, wow, okay. Diesmal waren es nur 10 Geld, nicht 1000 wie das letzte Mal. Es geht nicht um die Menge, du sollst sowas nicht tun. Okay, es ist jetzt umsonst. Oh boy, what the fuck. Warte mal. Kurz wieder anschließen. Alter, der Junge, what the fuck. Warte mal, hä? Da. Ach ja, genau, ne? Gegen die Kinder können wir auch mal keine Karten spielen. Aber gut, dann laufen wir halt weiter. Ne? Okay, let's go. Finden kommen wir jetzt auch nichts. Na, hallo, ich war raus. Okay. Und hier sind aber auch viele. Pass auf, eben gegen Rowdies in die Kneipe hinein. Kneipe ist gleich die Treppe hinunter, ich rieche Blut. Aber ich hoffe, dass ich mich irre. Aber Karten spielen will, na klar, komm. Wir lenken sie ein bisschen ab. Eine Küssingkarte, haben wir die schon? Ich bin unsicher. Oha, das wird ein Unentschieden. Hey, ich erkenne die Küsschenkarte. Ich bin ganz unsicher, ob wir sie schon haben. Wir müssen ein bisschen mehr auf Risiko gehen. Das setzt sich natürlich nicht mehr ein. Das war so klar. Okay.
Hirten, sehen wir so aus, sorgen auf diese Weise für Frieden. Ernsthaft. Ich wollte nur mit dir sprechen. Selfie, los, mach ihn fertig. Oder auch nicht. Das macht's wohl. Oh, war diesmal nicht so gut. Du kannst das besser, Junge. Wald? Eule? Geheiminfo Nummer 3. Timber wurde nach dem Wald benannt. Ursprünglich lag Timber mitten in einem atemberaubend schönen Wald. Geheimtipp Nummer 2. Am Fernsehsender sind überall Laserstrahlen. Ich will unbedingt wissen, was passiert, wenn man von diesem Laser getroffen wird. Okay. Geheimtipp Nummer 1. Wenn ihr euch besaufen wollt, braucht... Was? Besucht die Aurora. Okay. Aurora bedeutet Polarlicht. Das Motto der Kneipe lautet, trinkt, bis ihr Polarlicht davor euch seht. Was? Wollten nur gucken, wann der nächste Zug fährt. Oh Mann, Selfie. Runterlaufen? Oh, tatsächlich. Hier steht eine. Mittlerweile fahren schon 4 Bahnlinien durch die Stadt. Langsam wird's hier gefährlich. Soll ich dir sagen, wohin die Züge fahren? Das wäre nett. Von diesem Bahnsteig aus geht es nach Dollet. Vor der Kneipe fährt der Zug in Richtung Wüste. Beim Zuhändler fährt eine nach Bellen und vor dem Timber Maniacs der nach Deerling City. In Timber gibt es 4 Bahnlinien. Leider muss man ein ganzes Stück laufen, um einzusteigen. Naja, du magst sicherlich spielen. Yo. Das sind auch nicht die besten Karten. Tatsächlich. Na gut. Geht nicht weiter, oder? Nee. Wow, Noah, wow, nice. Herzogottel, du Guter. Warte, dann kann er doch gleich, was kann Magie 20 kannst du jetzt lernen. Mein Bester. Wie war das? Wow, krass. Nice. Nee, warte.
der uns jetzt weiter ist. Alles klar. Achso, warte mal, wir können aber... Kartenwandler, wo ist unser Archodinus? Wo ist denn unser Archodinus? Was will denn hier schon wieder der Computer? Macht das nicht jetzt. Okay. Wo ist denn unser Archodinus? Was wir haben... Da. Cool. Und wie viel haben wir? Und wir können mal... Hä? Ach, aus zwei bestimmt die nur Knochen. Okay. Klar. Dann können wir jetzt zum, aus dem Zeitwandler... Dann nur 80. Okay, wir müssen noch mal ein paar... Oh, wir können auch eigentlich, warte mal, die letzten zwei auch noch machen. Mann, die. Guck mal. Und dann... Ach, nicht das. Eben. Mir fast. Eine Sache. Und jetzt rein.